Euch herzlich willkommen zurück zu einer Runde Battlegrounds. Mit einem Satz habe ich meine Aufnahme gestartet. War nicht gut. Was auch mit den Aufnahmen? Ich krieg das hin. So, ich muss nochmal tappen, damit ich mich auch bewegen kann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, der Kunran ist mit dabei. Und ich bin nicht sicher, ob da hinten einer gelandet ist. Ich kann hier gerade nichts machen. Jetzt darf ich mich bewegen. Kann sein, dass einer reingegangen ist. Okay. Weiß nicht. Gucken wir mal. Hier ist nur noch die 2 Weste. Okay. Hier ist noch eine. Kannst du den Helm aufheben? Danke. Ja, ich hab nur noch die 2 Weste. Okay. Oh, du hast schon eine Crowbar. Scheiße. Ja. Da wäre noch eine. Wir brauchen jetzt lange eine Waffe. Boah. So oft dich durch mich durchzuteleportieren. Es ist auf jeden Fall einer drin. Ja, ich höre ihn. Und der dich auch mit deinen Stiefeln. Du hast eine Pfanne. Das kann nicht wahr sein. Wir haben keine Waffe. Doch, 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 hier, SKS. Muss gleich link ihn ab mit der Pfanne. Hm? Ich glaube, Schüsse. Kannst du vor dich halten, auf jeden Fall. Ich weiß. So. Hey, Mr. Pfanne, Sir. So, wie schaut's, Conan? Hast du was gefunden? Ein Revolver. Geil. Die Antwort war also nein. Revolver. Shit, was sollen wir machen? Come on. Let's do this. Müssen wir da pushen. T3 Rucksack, meiner. Das ist 556er Money. Warte. Ich glaube, sie kommen. Was war das denn, Conan? Warum? Warum nicht? Ich hatte eigentlich freie Sicht. Da war doch gar keiner. Doch. Doch. Tatsache, da ist er. Ausgenockt. Schön. Ja, komm, komm, komm. Go, go, go. Konrad, nicht blocken. Alles klar. Einen Headshot mit habe ich ihm gegeben. Oh. Siehst du? Schmetterlinge. Der hat doch eine Waffe für mich. Ja. Nee, du hast auch nur eine Shotgun, oder? Nee, der hat auch nur eine Shotgun. SKS. S12K, ja. Was hat der hier? Gar nichts. Oh, das wäre ein Träumchen im Bunker, wa? Was denn du weißt, wie viel die aber gelootet haben. Willst du den Shotgun jetzt mitnehmen? Ja? Nein? Nee, nee, nee. Kannst du den Armbrust mitnehmen? Was? Armbrust ist mit die stärkste Waffe. Im ganzen Spiel. Damit was trifft. Wenn man einen Headshot gibt, immer instant. Das ist neben der AWP die einzige Waffe, die das kann. AWM. Die Reichweite egal. Ja. Headshot immer down. Aber das macht ja eigentlich, gerade bei einer Armbrust macht es ja einfach mal gar keinen Sinn. Das ist richtig. Aber du kannst weder den Drop einschätzen, noch die Flugbahn. Es ist einfach absolut. Nee, weil gerade, ich meine, auch eine Kugel, also klar, auch eine Patrone wird einfach mit der Zeit langsamer. Aber so ein Pfeil verliert ja einfach noch mehr Energie. Ich nehme mal die AK mit. Ja, das ist richtig. Ob Sinn macht oder nicht, aber es ist einfach mit die schwerst zu kontrollierendste Waffe im ganzen Spiel. Also. Das ist ein bisschen weird. Haben wir noch einen, hast du einen Scope gefunden oder so, was du nicht brauchst? Nope. Das ist mal eins, was ich nutzen kann. Oh geil, hier liegt noch ein Cappy. Na gut. Auf geht's, Konrad. Hallali. 40 Schuss für meine UMP. Eigentlich will ich für das Leben, was ich hier verloren habe, keinen Erste-Hilfe-Koffer benutzen. Achso, ja, das ist ein bisschen doof jetzt. Ich könnte ja zwar ein Schmerzbällchen geben, aber das ist ja Quatsch. Hast du Bandage? Nee, gar nicht. Müsste erstmal irgendwie hochheilen. Ich gucke hier nochmal rein. Hier ist noch Muni für mich. Ja, Konrad, was machen wir da? Komm mal her, nimm mal ein Schmerzmittel. Gönn dir mal. Oh, dann bitte halbwegs rein. Halt auf Verschwendung. Ja, wir erschießen uns neue. Bitte? Also gefragt, wo wir ganz hin müssen. Aber ich hab schon so Richtung Zone. Gehen wir mal. Nicht vor der Zone weg? Nee, irgendwie heute nicht. Wir könnten natürlich ein Brückencamp machen, aber... Nee.
Mit den Waffen, die wir haben. Wobei, du hast einen SKS, oder? Ich habe einen SKS, ja. Aber kein, aber ich habe einen Zweier-Scope da drauf. Und, ja, okay, doch, okay. Ja. Bin stark. Das reicht dir. Können hier vorne die Häuserchen looten. Gehen wir doch einfach so Tendenzrichtung. Warte mal. Dann lass die Häuser halt links mal mitnehmen. Ach nee, das ist ein rotes Dach. Ich dachte, da hinten ist ein Drop gelandet. Auf dem roten Dach vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Da fehlt noch. Aber das war wieder genau so eine Situation wie bei mir letzte Runde. Weißt du? Der hat geschossen und ich habe nicht ein bisschen Leben verloren. Oh, hier ist eine Sanditasche, hatte ich fast gesagt. Ein Köfferchen. Du bist im anderen Haus, oder? Ja. Ah, oh, guck mal, zwei Energy Drinks ineinander. Die wollen einen Painkiller machen. Also dir. Wenn ich Pistole mitnehme. Möchtest du die SKS haben? Zufrieden. Ich habe hier eine K gefunden. Dann nehme ich die SKS gleich mit, klar. Gut. Ich lasse dir den Griff da mal dran. Aber ich hab. Ne, ich hab keinen selbst. Oh. So, mit dem langen Schwarzen ist die ganz gut zu kontrollieren. Wir haben hier zwei Helme. Okay, brauche ich, ja. Du hast eine ne? Warte. Ah, komm mal hier. Das ist schön. Ja. Ich hab hier noch ein. Oh, hier ist ein. Brauchst du das Red Dot hier nicht, oder was? Habe ich übersehen, aber benutze einfach. Ich habe aber einen Vierer für meine. Für deine jetzige meine SKS. Genau. Wo hast du die hingelegt? Oben im Flur. Ich weiß, ihr sagt. Nee, also im Raum, in dem ersten. Gleich links. Ach nee, das war. Ach, das war das falsche. Okay. Immer so ein bisschen Richtung Saun. Bist du da? Soll irgendwas liegen? Nee. Hast du ein. Ich habe einen Flashhider für deine MP. Praktisch. Ja. Bin ich hier am Baum? Das sieht ja wohl nach Brückencamper aus, wa? Könnte sein. Ja, aber ohne Auto brauchen wir da nicht hin, das ist Quatsch. Nee. Dann kommen wir da wieder nicht weg und dann kriegst du wieder Sound Damage und dann ist der Kunde dann wieder Mimimi und das ist alles kacke, genau. Das wollen wir nicht. Warum fehlt dem Buggy da drüben ein Reifen? Haben die den nicht richtig zusammengebaut, oder? Nee, der ist nicht richtig zusammengebaut. Stecksätze. Ja, cool. Wenn du noch ein Repair-Zeug finden könntest. Das ist so. IKEA-Bauanleitung. Nicht dabei. Genau. Sie haben nicht alle Teile, rufen Sie diese Nummer an. Kriegst du so eine Beschwerde-Hotline. So, Häuserchen vor uns. Sehr beliebtes Wanderziel. Wir sind nah an der Zone, ja. Das kann sehr gut sein. Leben ganz schön viele noch dafür, dass wir First Person spielen. Es ist unglaublich, wie schnell. Was geht? Da hat einer mit einer VSS getötet. Oh, sick. Ja, das geht nicht. Habe ich letztens auch geschafft. Im Bunker. Unten. Boah. Der war gerade am Looten, hat sich nicht bewegt. Aber es geschah ihm recht, denn er hat auch einen mit der VSS getötet und dann habe ich ihn mit der VSS getötet. Boah. Ist das denn? Nice. Ah. Beim Looten in den Rücken geschossen. Wo rennen wir eigentlich hinten? Nicht vorne? So Richtung Zone, die hier so vor uns ist. Ja, wieso? Ja. Wieso Richtung Strand, willst du vielleicht wissen? Richtig. Weil da Leute sein können. Und ich wollte um die Häusergruppe drumherum. Und vielleicht ein ordentliches Vehikel, was nicht aussieht wie ein Buggy. Verstehst du? Buggy der Clown. Buggy der Clown, das ist richtig. Das Auto ist ja auch ein Witz.
Der war gut. Enthalte mich. So, jetzt gucken wir mal. Wo sind die Zone-Wanderer? Hä? Komm, put. Wie wir jetzt hier stehen, werden wir. So, da hinten kommen jetzt Leute, die wollen da vorne an der Küste anlegen. Die wollen wir jetzt töten, ja? Komm rein. Alles klar. Siehst du das Boot links, das wegfährt von der Küste? Verdammt. Und haben die gerade umgedreht, ja? Ihr Glückspilze. Ich kann mir hier meinen Revolver nochmal nachladen. Wir können auch einfach hier nochmal die Häuser looten. Alles klar. Da kommt ein Auto. Das gehört. Direkt vor uns. Ja, hab ich. Vorsicht. Deckung. Oh, die sind nicht gefährlich. Die beim Haus haben uns gesehen jetzt. Die sind an der Mauer ausgestiegen, rechts. War schon mal ein Stein. Okay. Oh ey, so viel Glück kann man noch gar nicht haben, ne? Ich hab sie voll im Visier, da sagst du Vorsicht. Aber, ja, der hätte mich halt immer einen Haufen gefahren. Den halt nicht. Aber er schießt auf mich. Ja, er schießt auf uns sogar. Er ist nicht oben im Haus drin. Sind hier rechts noch? Hä? Das kommt vom Haus, die Schüsse. Ja. Wo? Oben, mittleres Fenster. Ja, stimmt. Ich habe nur ein 2er-Scope. Mr. Herr Vierfach-Scope. Ja, ja. Ich meine, da schiebe ich mal kurz. Leider nicht richtig. Ja, weil er mich abaimt. Der wartet, dass ich aufstehe. Hast du ihn? Willst du mich trollen? Das war auf jeden Fall schon mal der Helm. Schön. Mittleres Fenster immer noch? Nee, im rechten Raum. Okay. Größeren Fenster. Erstmal kurz auf die Karte gucken. Na, Minütchen haben wir noch, aber dann müssen wir auch los. Zweifach. Leider noch Erschuss. Oh, das ist nicht gut. Ich kann dir aber ein bisschen was droppen, so ist nicht. Oh, das hat wehgetan, aber für uns beide. Er ist ausgenockt, aber er kann einfach wieder hochgeholt werden. Hast du was zum Heilen? Ja, Koffer. Ich hab den mal 30 gedroppt oder so. Hier. Wenn du möchtest. Hm. Hätte ich nicht mehr. Hm, Kona, was machen wir? Das ist ein sehr ungünstiger Fall für uns. Ja. Die müssen eh aufheben. Wir gehen weiter. Ja, alles klar. Hat meinen Helm kaputt gemacht. Der hat einen Scope, das nervt mich. Wollen wir für sie vielleicht zirkeln und davon abhalten, sie wegzufahren? Nee, wir müssen in die Zone. Wir gewinnen nichts. Ne, ich meine, wenn sie zu ihrem Motorrad rennen, hätten wir sie vielleicht abfangen können, aber. Dann schaffen sie es vielleicht doch, irgendwann haben sie kein Fahrzeug. Ja, hört auf mich zu ballern, ihr Kinders. Ja, auf dich? Ja, ja. Aber er ist halt ein Meisterschütze. Ja, der hat dich ein paar Mal getroffen. Er hat mich getroffen, als ich nicht gesehen habe, und er hat mich getroffen, als ich stillstand und auf ihn geschossen habe. Im Gegensatz zu ihm, er 4er-Scope, ich mit einem 2er-Scope. Ja, wollen wir hier nochmal festhalten. Ich habe ihn ausgenockt. Na gut, die Entfernung ist aber für ein 2er auch in Ordnung. Ja, klar. Um auf den Pixel zu schießen. Hm. Also so weit waren wir da jetzt nicht weg. Also, ich fand das ganz schön schwierig. Ich spiele auf dem 17-Zoll-Monitor. Das wäre bitter. Fahren sie weg? Sie fahren weg? Mhm. Wo siehst du sie? Bei den Häusern jetzt. Links? An der Straße, ja? Ah, gut. Hinter mir wieder. Jo, lass weiter. Siehst du das? Also das meinte ich jetzt. So abcampen und dann wären sie tot gewesen. Aber... Ja, aber wie gesagt, dann kommen sie im Zweifel doch weg und sind wir zu weit von der Zone weg, was wir eh noch sind. Oh shit, ey. Bitte? Noch ziemlich weit von der Zone weg. Sind wir? Was geht?
Es geht so. Rotpunkt oder so über, oder? Ich kann mal kurz gucken, aber ich glaube nicht. Nee, ich habe gar nichts über. Ich habe nichts über. Sag mal, krieche ich hier? Tatsache. Bist du gerade... Ja, ich habe aufgehört zu laufen, weil du in mich reingeglitscht bist. Auf einmal war ich gebückt. Okay, interessant. Hast du gerade Boxspringen mit mir gemacht, wa? Genau. Geh mal aus dem Weg. Wo müssen wir noch über die Straße? Nö. Naja. Bis zur Straße müssen wir. Nö, ist okay. Schaffen wir. Also ohne größere Verluste. Ach, das ist draußen bei mir. Das ist schon ein Auto. Ja, es ist ein Auto, aber. Nichts, wo ich drauf schießen sollte. Versteht nicht jeder. Ja, es wäre vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Nee, aber damit lockt man andere Leute an. Rechts fährt ein Auto, NE. Aber ja. Oh, die stürzen gerade. Ich denke in die Zone. Achso, war ich drin. Ups. Wir sind nicht so gut mit. Wollen wir da links hin, wo der gedroppt hat? Wir brauchen. Ja, können wir auch. Wir brauchen ja sowieso ein Ziel. Deswegen. Ja, aber das, nee, der. Du bist nicht doch. Oh, irgendwo auf dem Feld an links. Ach, der. Naja, gut, der ist. Na, ein bisschen weit weg. Also, wir müssen ungefähr eine Viertelstunde laufen. Ob wir die rechts machen können. Was, rechts? Ach. Ja, die mit dem Auto geflippt sind. Ah, nee, ja, die sind aber weitergefahren. Ich habe die nächste Zone ist hier relativ dicht für uns. Mhm. Können wir ein bisschen die Felder abaimen und all so eine Sachen. Also Pochinki würde ich nicht abaimen, da kommt nichts. Hinten ist übrigens der Airdrop. NW. Oder ist noch einer auf jeden Fall. Oh, ja, dann hat er zweimal gedroppt. Ganz Südwesten hat er auch nochmal. Vielleicht doch Auto. Wo? Norden. Kommt, glaube ich, den Berg hoch. Hörst du sie? Ja, ja. Auf dem Buggy. Hinten getroffen in dem Game. Ja. Ne. Schade. 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 Ey, jetzt könnten wir mal bitte irgendwie einen finden. Ich krieg gleich einen Trieb, ey. Ich echt getroffen habe in dem Buggy. Ja. Wer nicht schießt, kann nichts treffen, ne? Immer probieren. Kotzt mich das an, ey. Das natürlich nicht. Bevor oh, passt hallo, mein Viererscope. Schön. Lohnt hier hinzugehen. Was hast du für eine Secondary? Eine UMP. Willst du sie behalten? Ja, ne? Ja, durch. Dann nehme ich die Scar hier. Leg ich dir noch 60 Schuss dazu. Alles klar. Danke. Ja, jawohl, die UMP ist echt stark eigentlich noch. Ja, sie ist nicht schlecht. Willst du einen Zweierscope? Das ging auf die UMP, oder? Das, ja, klar. Nehme ich das. Ja, gut, UMP ist natürlich nicht unbedingt ideal dafür. Ja, aber es ist besser als kein Visier. Hm. Obwohl, da würde ich das nicht mal so sagen. Hm. Weil die UMP... Ich schieße damit eh entweder aus der Hüfte oder halt ich visier an, aber nicht... Also Iron Sight ist halt... Ja, die UMP hat ein schönes Visier. Also die hat als einzige ein schönes Visier. Ja, die hat ein brauchbares. So, schauen wir mal ein bisschen nach hinten. Hallo, ihr Wandersmänner. Oh, was ist denn hier los mit dem Verkehr heute? Es sind noch welche in der Stadt. Siehst du sie? 15. Ich habe jetzt einen Scope-Gun dran. Ich kann jetzt mitschießen. Und geht Richtung N. Ein Schritt, oder? Ja. Ich sehe niemanden. Mit einem Berg nach vorne gehen. Gehen wir einen Berg nach vorne. Die Zone kommt, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, ja. Aber die Zone kommt bei uns langsam. Ja, aber da können wir vielleicht ein paar Leute abfangen. 23, ich habe zwei Leute getötet. Wo habe ich denn zwei Leute gekillt? Bunker.
tatsächlich. Oh, mach doch mal eine Ansage. An dem gelben Auto. Gelbes? Also kaputt ein gelbes Auto, 15:30. Ah, da. Also, ja, ich weiß, wo du meinst. Ist jetzt in dem Haus vermutlich. Okay. Wollen wir ein bisschen weitergehen? Der muss ja gleich kommen, wegen der Sohn. Das ist richtig. Andere Leute kommen vielleicht auch. Ich gehe einen Schritt weiter, weil die Zone ist direkt neben dir. Grüner ist gierig. Kannst du da mal mit drauf schießen eigentlich? Nee, weil die Zone da ist. So, jetzt kann ich... Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wo er ist. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Da. Ich hab ihn noch nicht einmal gesehen. Auf freiem Feld. 15. 15, ausgenockt. Da. What? What? Ach, da! Keine Ahnung, wo sein Mate ist. Keine Ahnung, aber der ist gleich tot. Willst du mich verarschen? Beim ersten Mal treffe ich dich, beim zweiten Mal nicht. Da kommt sein Mate, 15. Also er ist fast tot. 15, von deiner Warte aus erscheint. Getroffen. Du bist ja auch ein echt abgefuckter Killer, ne? Ach da. Easy. Schöner Schuss. Wir sind beide noch in der Zone, in der nächsten. Oh, schön. Mal ein bisschen abspähen hier bitte, Konrad, ne? Nicht immer nur auf die Felder gucken. Ja, ja. Ja, ich weiß. Ich würde die gerne looten. Ich weiß. Wobei, so wie die gelaufen sind, haben die nicht viel. Das würde ich nicht mal behaupten. Die könnten aus Pochinki, das könnten die Überlebenden aus Pochinki sein, so. Geh da jetzt hin. Okay. Risky Business, ne? Wenn ihr ja so einer ist wie ich auf dem alten Turm hier. Aber wenn, dann lauf bitte durch die Büsche, ja. Ich bin hinter dir. Wo die eine Leiche ist. Oder ist die eine Leiche draußen noch? Nee. Hast du den erschossen? Ich habe ihn angeschossen, ja. Er ist verblutet. Die beiden Leichen nicht schon. Ja, das ist so eins dieser Probleme in diesem Spiel. Dass für uns das, was er hier gesehen hat, gar nicht gerendert wurde. Weißt du? Wo sind denn die Leichen? Weiß ich nicht. Irgendwo vor dir. Hier ist die eine Kiste. Wenn du springst, ne, dann siehst du mehr. Ja, aber ich kann auch. Hier ist ein T3-Rucksack. Ich nehme mal. Also, Kunran, wir sind hier mitten auf dem Feld, ey. Ja. Also hier kann dich jeder sehen. Das ist eine SKS sogar, alles klar. Oh. Hat ihm nicht viel gebracht. Hier ist die andere Kiste. Hier ist noch ein Viererscope, MP-Aufsatz, T3-Helm nehme ich mir. Bisschen Muni. Eine Granate. Viererscope. Bandagen. So. Herzlich. Hat der noch was? Nö. Nee, also auch guck keine, rein. Wie keine M4 mehr oder so? Ja, A4. Ja, das ist doch super. Den, komischerweise keine Munition. Direkt vor uns, da wo wir hingezählt haben, 210 auf dem Berg. Da wo das Blut hochspritzt. Wo ist der zweite? Ich weiß es nicht, Konan. Sie schießen aber auf mich. Einer liegt da. Ich muss mich mal kurz heilen. Oh, scheiße. Hast du eigentlich ein Köfferchen? Nein. Okay, nehme ich Bandagen. Hast du gesehen? Naja, einer lag links im Feld. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich weiß, wo beide sind. Ah, ja, das meine ich. Ich bin ein bisschen low life. Du machst das, ja? Ich bin hier echt nur so ein bisschen. Gib mal Anweisungen, wo sind sie? 210, ganz oben, Bergspitze. Bergspitze jetzt, okay. Ja. Ja, der andere war nämlich mitten auf dem Feld. Sind beide hingelaufen. Okay. Sehe sie immer noch 210. Wollen wir uns, sobald ich hochgeheilt bin, mal so Richtung Häuser begeben?
Wir müssen hier nämlich jetzt weg. Ja, los geht's. Weiß. Steh auf. Alter, du liegst mit auf dem Feld. Die sehen doch... Du, nee, die haben mich nicht gesehen. Das wird für sie nicht gerendert, genauso wie für uns vorhin. Ja, trotzdem haben sie mich nicht gesehen. Ja, sie sind scheiße, ich habe das verstanden. Aber du solltest dann loslaufen. Die haben dich getroffen. Ja. Das stimmt. Das heißt aber, dass sie einen Scope haben und die hätten dich sehen müssen. Das ist das Schlimme an der Geschichte. Das ist sehr großzügig, dass der hier einen Achter hat drin gelassen. Konrad, kommst du mit? 18 Sekunden. 13 am Leben, 2 haben wir gespottet. Klaus, komm mit, vor mir. Scheiße. Kommst du? Bin quasi hinter dir. Am nächsten Stein. Hast du ihn? Ja. Gut, einmal hochheben bitte. Direkt gestorben. Schön. Sound kommt. Oh, fuck it. 7. 4, 3. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Lass mich doch laufen. Das ist doch wohl ein Witz. Warum? Warum auf mich, du Wichser? Sind irgendwo unten im Haus. Ja, ja. Ja, lauf, lauf, lauf. Das ist Quatsch. Ja. Warum startet man, wenn man hochgehoben wird? Ohne Ausdauer? Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Hinter dir, ne? Oh, ja. Nee, aus dem Haus raus. Ja, hinter dir kam auch noch ein Schuss, ja. Aus der Zone raus. Ja, nee, aus mich wird noch aus dem Haus geschossen. Aber siebter Platz? Lol. Siebter Platz, es sind aber nur noch 10 am Leben gewesen. Es waren fast nur noch Einzelne. Ha, ja. Siehst du, die außerhalb der aus das der war mal eine schöne Sniper-Runde, finde ich, tatsächlich. Mhm. Ja, da haben wir ganz gut was getroffen. Ungewohnt. Was? Bitte? Ich? Also ich hatte 3. Ich hab 2. Schön, haben wir 5 geholt. Gar nicht schlecht. Alles klar, meine lieben Freunde, damit verabschieden wir uns für diese Runde. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.